Willkommen. Willkommen, ein bisschen Cat-Content zum Start, habe ich gedacht. Ja, das heisst Spielhaus, kommen wir rein. Schon wieder herrlich, herrlich, herrlich. Wir haben schon wieder herrlich. So viel vor. Und hey, es rebelt ja, Fragen. Es rebelt Fragen, ich muss allerdings schnell vorwarnen. Ja, musst um 5 vor schon wieder raus. Also jetzt. Genau. Ich wollte eigentlich nur schon Hoi sagen und den Rest müsstest du jetzt allein machen. Nein, ich habe ja heute Aufsicht, oder? Ja, wie das halt wir Väter so haben. Genau, und ein Kind ist schon brav im Bett und das andere Kind ist eben noch unterwegs. Und das kommt dann irgendwann. Ja. Und dann müssen wir schnell eine Pause machen. Oder du überbrückst. Oder? Immer gern mit einem schönen Werberrand. Mhm. Auch der Benny Thurnherr hat hin und wieder bei einem kleinen Blackout müssen so 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten überbrücken. Also, das wirst du auch schaffen heute. Was hat er denn erzählt? Hat er denn etwas immer so parat gehabt? Ich glaube nicht, er ist wirklich zu der Hüfte ausgeschossen, sozusagen. Ah, der Benny. Der kann das eben. Mhm. Ah, was trinkst denn du? Wieder etwas. Ein Goründli. Das ist schön, jetzt wo du geimpft bist. Kann man es ja wieder mal wagen. Genau. Sehr schön. Ja. Oder? Ja, zum Einstieg. Zum Einstieg. Wie geht's dir, lieber Florian? Ja, divers. Sogar? Mhm. Gut. Ja, dann kommt drauf an, da sind wir wieder bei dem kleinen Loop der letzten Frage zurück von der letzten Sendung, oder? Die Frage ist von dem divers, wie es dir geht, ob da viel auf der Glücksseite liegt. Genau, Glücksanteil. Du, ist auch geil, anstatt quasi, dass man fragt, du, wie geht's dir? Kannst du sagen, du, wie hoch ist heute dein Glücksanteil? Mhm. So etwas, ein bisschen spezifisch. Finde ich übrigens auch schön. Das ist ja, da habe ich ja mal gelernt, dass wenn es jemandem nicht so gut geht, ja, ist ja das ziemlich eklig, wenn die Person oder der Mensch immer wieder siehst und jedes Mal fragst, ja, wie geht's, ist ja das nicht so leise, oder? Ja. Aber das kann man ein bisschen abschwächen, indem man sagt, wie geht's heute? Oder vielleicht jetzt gerade neu, wie ist so der Glücksanteil, ist dann vielleicht gerade ein bisschen Pro-Version, gell? Ja, genau. Aber vielleicht einfach, wie geht's heute? Das geht gut, oder? Nichts dürfen wir haben. Der Pöbel kommt einfach nicht mit. Übel. Du, schickst mir eigentlich jetzt mal das Anti-Schnuff-Teil, das ich da muss vorne ran machen muss? Also muss ich das wirklich nur in den Solo turnen? Was? Ja. Ah. Ja. Gut. Obwohl ich habe so ein Ding, so eine Ricardo-Runde wieder am Laufen, gell? Mutig, mit einem Franken rein, gell? Wirklich, ist huere hart, gell? Wenn nachher das geile Zeug so bei 3 Franken ist und denkst so, Wollte nicht ranten, aber letztes Mal hat sich der Anwalt gemeldet, du weißt. Ja, das war geil. Oh, ist das in der Jagertee-Abteilung gewesen, oder? Ja. Ich kann mich noch knapp erinnern. Ja, das ist der Scheiß bei Ricardo, aber ich freue mich natürlich immer, ich habe jetzt auch gerade ein paar Sachen wieder verrüstet, ja, dass jemand anderer, egal wie viel es dann lohnt am Schluss, dass irgendjemand etwas kann anfangen damit und ich es nicht muss irgendwie auf die Halde rühren, oder? Das ist nicht gleich lustig bei B&O-Fernsehen, die 8000 Franken gekostet haben. Ja, ist wahr. Ja. No, aber ja, den habe ich jetzt noch nicht reingetan. Den tue ich jetzt noch warten, gell? Aha. Dann tue ich das verfolgen und wenn er bei 3 Franken bleibt, dann ersteigere ich biete ihm 5. Ist lieb von dir. So bin ich. Ja, das ist cool. So machen wir das. Aber da habe ich Gebühren eben. Könntest du die auch noch übernehmen? Nein, kannst du ihn dann liefern einfach mit meinem Sprach. Ah, ich habe gewusst, es ist selbstlos. Es geht gar nicht. Es ist wirklich... Logisch. Ja. Hallo? Miteinander, füreinander. Läuft. Du hast vorhin gesagt, deine andere Tochter ist quasi wie auf dem Weg, oder? Also, wie muss man das verstehen? Also, sie ist jetzt vom HB losgefahren, langsam? Nein, ich weiß es eben nicht. Sie ist unterwegs mit meinen Eltern im Zirkus. Ah, wirklich extern? Genau, extern. Im Ausgang. Und da weiß man nicht so genau, wie lange es geht. Ah, so. Von dem her, ja. Ah, wirklich Ausgang? Und meine Eltern sind nicht sehr kommunikativ mit so Handysachen und so. Das interessiert sie wirklich nicht. Ja. Muss man sagen. Also irgendwann läutet es einfach und dann sind sie da. Schön. Genau. So machen wir das. Ja, vielleicht möchten sie auch noch einen Gruß sagen.
Vielleicht können sie noch mal reinheben. Ja, ich will noch gerne den Kari grüßen, falls er zulässt. Ich meine, weiss man nie. Bei unserer Reichweite jetzt unterdessen. Heben. Ja. Hast du gerade irgendeinen kleinen Steilpass zum Anfang, zum Einstieg? Und zwar habe ich mir noch überlegt, wir sind ja die berühmten Impro-Podcaster. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich ja nicht so der Bromance-Typ bin, aber ich habe dann doch, ist mir ein Brand in den Sinn gekommen. Imbro. Oh, Imbro. Hey, Imbro, sag mal. Ja, so, ja, dass man das so in Jugendslang kann einbinden kann. Ja, gut. So mit 40 solltest du das, glaube ich, eben genau nicht machen, gell? Ja, das sind alles so Tipps, das ist alles überbewertet. Wir können natürlich, wir haben Käppli noch schräg. Das geht, tipptopp. Total. Gut, das ist jetzt ist auch schon wieder ein kleiner Spoiler auf die später folgende Frage, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, also ich habe vergessen. Aber was wir können sagen, ist, heute ist Martina dran, oder? Heute ist Martina dran. Ah, der Fantastic Big Five, eine von unseren Fantastic Martina. Die zweitletzte, oder? Also von denen für die Runde, oder? Ja, oder? Jetzt haben drei Hemd schon. Melanie, Corin, Martina und ja, Kerstin kommt dann noch. Kerstin, genau. Sehr schön. Ja, genau. Ja, so also, kann man sagen. Was wir sicher mal dürfen sagen ist, es kommen jetzt doch einige Fragen auf uns zu. Ja, ist geil. Zwar auch auf ganz verschiedenen Kanälen. Ist wirklich spannend, oder? Auf also, allen, wo es noch gibt. Auftut und aufruft, dann kommt da ein bisschen was, ja. Gell? Ja. Also da ist unsere Community jetzt wirklich strong. Ja, strong. Sehr geil. Und die Woche haben wir ja Utopie-Camp gehabt, kann man vielleicht noch schnell sagen, im Rahmen von der Utopie-Konferenz, wo die Maya Göpel und der Richard David Precht eingeladen haben. Es waren etwa 120 Utopie-Camps gewesen, Dienstag, Mittwoch, deutschlandweit und darüber hinaus. Wir sind dann also über die Scheiben aus, oder? Auf der anderen Seite sozusagen. Genau. Abgeklappert. Genau. Greetings from the other side. Und wir haben eigentlich recht eine schöne, also recht eine geile Spontanmethode gehabt. Und zwar wirklich, wie baut man also anhand von der Sehnsucht quasi, hörst du eigentlich knallen? Hey, wir haben irgendwie ein Feuerwerk wieder mal, haben wieder nichts begriffen von wegen Umwelt und so. Okay. Geburtstag, 50. Ja, okay. Treff geschissen. Es ist irgendwie seit Jahren, aber es ist irgendwie seit 10 Minuten knallt. Hallo? Nur eifersüchtig. Ja, eifersüchtig. Dann sagen sie wieder, es hat so viel Nebu. Ja, okay. Rand for good. Ja, für weniger Nebel. Genau, und dann haben wir quasi mit der Sehnsucht angefangen. Also im Sinn von, erzähl doch mal quasi deine Utopie anhand von der Sehnsucht, haben wir gesagt. Also was für Sehnsucht sind rum und erzähl dann mal, wie die Welt würde aussehen oder sozusagen. Und das Geile ist, also wir sind 12. gewesen, jeder hat eine Story. Und das Lustige ist, dass die Story alle, ich weiß aber jetzt die Zeit nicht mehr genau, aber alle haben etwa gleich lang gehabt, bis der Moment kam, wo sie gesagt haben, ja, jetzt müsste ich anfangen zu überlegen. Wie es weitergeht, oder? Ja, wie es weitergeht und wie jetzt also so, oder? Aber cool. Also quasi, wenn du wahrscheinlich auf die Straße gehst und sagst, du, gemäss deiner Sehnsucht, wie sollte dann quasi die Welt aussehen, in der du gerne würdest leben, dann können die Leute wahrscheinlich was erzählen. Das skaliere ich jetzt mal schnell auf. Oder? Und es geht etwa, ist eine Behauptung, etwa gleich lang, bis man dann so sagt, ja, okay. So geil! Und weißt du, was immer vorkommt ist? Ich meine, das war natürlich ein bisschen eine Bubble gewesen, ja. Aber immer ist vorkommt, ich will aufstehen und ich will mir aussuchen, was ich heute machen will. Das war auch noch eindrücklich gewesen, ja. Und wie hat sich das angefühlt mit dem Richard David Precht? Ja, das waren so Live-Schaltungen gewesen, die sind eigentlich okay gewesen, aber eher gestört. Okay. So im Sinn von, ich bin sie jetzt am Nachschauen, also könnt alle nachschauen, nicht? Im Nachhinein.
Also alle, die da waren oder alle? Nein, alle. Und das mache ich natürlich total gerne in die Shownotes rein, die ich heute erstelle. Sehr gut, ja. Also das würde ich euch empfehlen. Vielleicht einen kleinen Nachtrag noch schnell. Kannst du schnell die Utopie noch ein bisschen ausführen? Weil ich finde immer so, wenn man jetzt nicht gerade tagtäglich sich mit so Gedankenspielen beschäftigt, ist das Wort Utopie eben eigentlich noch schwierig, oder? Kannst du das schnell ein bisschen ausführen? Natürlich nicht, weil hat ja jeder seine eigene Definition oder eben nicht. Und das Ding ist wirklich, dass glaube viele zuerst mal auch gerne hätten den Begriff, eben wie du jetzt auch, oder? So, ja, also was ist es denn, oder? Und lustig war, dass es eigentlich nachher im Machen nicht mehr nötig war. Es war mir wurscht. Es hat so einen Gau von Zukunft. Wie hätte ich es dann gerne? Ein bisschen Wunschkonzert. So ein bisschen drüber situativ, wo du sagst, ja, muss jetzt nicht einmal was immer gerade am Montag machbar sein. Ja? Oder was machen wir denn jetzt draus? Ja? So der. Ja, und, okay. Und also ein bisschen drüber. Wo jetzt nicht gerade. Und gleichzeitig, aber der Wunsch von der Menschen, die jetzt auch da sind, ist eben nicht totale Unerreichbarkeit. Weil warum, oder? Also warum soll es denn jetzt mega unerreichbar sein? Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt wieder über fliegende Autos nachdenke und irgendwie so Bilder, oder? Also so Science-Fiction-Zeug. Sondern es ist recht nahe geblieben. Einfach, vor allem auch recht nahe, muss ich ehrlich sagen, am Bedürfnis der Leute, am Unmittelbaren. Mhm. Und wir haben aber einen dabei gehabt, der baut das, also der ist voll dran am Zukunftsdorf bauen und denken und der ist recht futuremäßig unterwegs. Und also weißt, nicht nur jetzt irgendwie lauter Ökotanten und Onkel, die irgendwie finden, ja, also wenn es Schäf hat, damit ich meine Wollsocken kann stricken, dann langt mir das. So nicht, ja. Aber weil wir über die Sehnsucht gekommen sind, ist die Sehnsucht nach einem krassen Technologiewunder Block, wo sich selber automatisiert irgendwas und ich mit der Drohne und so, ist die Sehnsucht, ist nicht so hoch nach dem. Ja, das war krass, oder? Ja. Das stimmt. Und deswegen, ja, du, es geht irgendwie um einfach um ein bisschen Mohn, oder? Und okay, und was sind so ein bisschen die Herausforderungen, wo ich gerne vielleicht eine Antwort hätte für mich und ich würde sie gerne so machen oder das fände ich jetzt noch angenehm, wenn das so wäre. Und gleichzeitig aber eben auch nicht nur, es wäre schön, wenn es ein bisschen schöner wäre, sondern eben auch, was kann ich wirklich so ein bisschen tun? Ist irgendwie schon recht drin gewesen. Deswegen haben wir am Schluss lustigerweise eben gar nicht so die Runde gehabt, ja und jetzt? Sondern es ist für alle krass gewesen, dass alle irgendwie auch gewusst haben, das sind Sämli, mit denen gehe ich mal heim. Und wenn wir uns in 3 Jahren treffen, werden wir uns wahrscheinlich sagen, ey, ich kann nachher das mal ausprobieren. Es ist dann gegangen, oder? Also der Typ, der irgendwie an dem Dorf baut, oder? Der trifft jetzt dann irgendwie auch Gemeindeleute und so, die halt so das Zukunftsdorf auch interessant findet. Vielleicht hat er in 3 Jahren schon erste Gebäude dort, oder irgendwas halt dort, oder? Und andere wiederum haben irgendwie haben ihre Gemeinschaftsthematik irgendwie geklärt und haben herausgefunden, was vielleicht eine neue Art von Kommunen ist, dass die dezentral ist oder temporär und nicht immer alle zusammen und alle machen irgendwie ein bisschen Bauernsachen, also Farming und Kochen zusammen und Vögel zusammen, sondern anders, oder? Und ja, mir fehlt eben dort so ein bisschen der Überraschungsmoment. Weil irgendwie wie so, ich kann mich nicht weiss, ob ich jetzt schnell selber Hollywood überschauen und schauen, was jetzt gerade für Science-Fiction-Filme gedreht werden. Und das ist nachher das, wo alle Leute irgendwie sich als Utopie spinnen. Aha. Weil wir irgendwie wie nicht drüber raus kommen. Irgendwie gefühlt. Ja. Weißt, das fliegende Auto langweilt mich. Es langweilt mich vor allem, weil es immer noch aussieht wie ein Auto. Es langweilt mich aber auch, dass irgendwie jedes Raumschiff immer noch aussieht wie ein Raumschiff seit irgendwie 60 Jahren. Ja, die sind aber auch, the Saucers heissen die ja. Ja, die sind einfach so. Ja. Nein, da frage ich mich manchmal. Weißt, und darum glaube ich, wahrscheinlich ist das, wo jetzt du oder wo ihr angelangt sind, ich finde es eine schöne Sehnsucht gekommen, weil dort ist man ja dann eher auch vielleicht auf dem Weg, dass man sagt, weißt, innerhalb des Vorstellbaren und irgendwo Umsetzbaren. Vielleicht nicht gerade unmittelbar, aber irgendwo. Aber du hast jetzt nicht Lust, irgendwie, weiß auch nicht, darüber zu studieren. Aber das ist im Fall, eben, das war aber noch eindrücklich gewesen, weil wir, also gleichzeitig haben wir uns auch einen Vorwurf gemacht, oder? Also im Sinn von, ja,
Also jetzt ist sie wie die hängenden Gärten sind jetzt irgendwie, oder? Die selbstschwebenden irgendwie in der Antigravitationszone. Eben, es ist nicht Science Fiction, es ist wirklich eher so Social Utopia gewesen. Oder also wie ist das zusammen, wie kann das zusammen neu gestaltet werden? Was sind da für Sehnsüchte eben drin? Ja, also viel irgendwie ist gegangen eben über das Gemeinschaftsthema irgendwie auch. Also wie geht dann gemeinsam jetzt aus dem Individual, aus dem Trainingslager, wo wir jetzt gehabt haben, mit dem Individuellen trainieren, eigenes Haus, eigenes alles, oder? Die eigene Bohrmaschine, ja nicht sharen. Und jetzt aber ja, also die nächste Variante ist jetzt nicht wieder Back to the 70s irgendwie. Und dort haben wir aber noch keinen Anhaltspunkt so richtig. Aber Sehnsucht geht halt mal richtig vor, wo du kannst sagen, aha, so. Ja, ich will mich zurückziehen können. Ich will Individualität können leben, aber ich vermisse Gemeinschaft. Aber welche Gemeinschaft ist es denn? Über was musst du dann einig sein, immer? Oder geht eben total, also weißt, investierst eher in so, wir haben irgendwie so positive Konflikt oder Konfrontation über das geredet, oder? Dass man das halt trainiert, weil wenn man das könnte, kann ja alles kommen, oder? So ein bisschen. Und nicht irgendwie, aha, nein, auf so habe ich mir nicht gedacht. Also, ja, ist mehr Social Engineering-mässig gewesen, so, und nicht Tech. Tech ist wie normal gewesen. So im Sinne von, ja, finden wir geil, ist jetzt auch nicht, weißt, ist jetzt auch nicht nur wieder nur Öko, nur Grün, nur Natur, sondern nein, komm, geil, Technologie ist da, die hilft uns bei tausend Sachen, aber wir haben gar keine Zeit, um mehr über Technologie nachzudenken. Die kommt einfach. Ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen durch, oder? Irgendwie. Also das merkst du ja auch. Also der Zeithorizont oder die Zeitepoche, die gesagt hat, all die grossen Probleme wird uns Technologie lösen, die haben wir hinter uns gelassen. Und jetzt ist es wirklich so, dass man sagt, ja, wir haben Technologie, sie unterstützt dort und da, aber es ist nicht jetzt denke, weil eben auch das ist langweilig. Also ich meine, was soll ich denn technologisch jetzt gerade noch denken? Ich meine, Apple macht irgendwie seit 10 Jahren nichts Neues. Ja. Das ist schon noch crazy. Also es passiert wirklich nichts. Die Aktie geht immer noch jedes Jahr, aber ich weiß gar nicht, wieso. Also ja, es kommt ja wie nichts. Es gibt keine Innovation, nichts, oder? Nein, es gibt keine Sprünge mehr. Es ist alles nur Optimierung, ja. Das ist wirklich krass. Also weißt du, so irgendwie quasi, oh, schau, das Internet ist erfunden worden. Ja, was ist das? Ja, das brauchst du, glaube ich, nicht. Den Moment, den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Der ist wirklich durch, oder? Und irgendwie, ja, dass man jetzt immer wieder irgendwie neue Businessmodelle sieht, wo auch noch Technologie irgendwie drinsteckt, wo man wissen, das eine funktioniert, das andere wird nicht funktionieren, okay. Aber es geht um andere Themen, definitiv. Aber es ist schon noch lustig. Ich finde eben den Punkt, dass eben nochmal zum auf die Utopie kommen, dass irgendwie das, und dort finde ich das Auto immer das Geilste. Also meine selbst, ja, da hat es irgendwie mit den 80er Jahren hat schon Autodesigner gegeben, die so ein bisschen Zukunftsformen irgendwie gezeichnet haben. Aber über das aus sind wir wie nie mehr gekommen. Nein, es sind immer dann stinknormale Kerren, manchmal ein bisschen mehr eckig, manchmal ein bisschen runder und genau. Dann noch der Concept Car. Und der ist immer seit den 80er Jahren eigentlich gleich. Genau. Voll. Das ist schon abgefahren. Aber bauen tun sie dann nie. Nein, aber so ein Concept-Car, der zum Beispiel aus Wasser besteht, weißt du, so etwas, wo immer fließt oder irgendwie so. Keine Ahnung, es ist immer irgendwie, das Material ist gegeben, ja, okay, sieht aus wie ein Auto, hat vier Rädchen. Also, mein, bitte, können wir bitte mal. Very future, ja. Ich glaube, da hängen wir vielleicht ein bisschen gerade. Vielleicht auch in dem Druck in eben irgendwelche Utopien. Weißt du, muss ich ja sagen, dass wahrscheinlich mittlerweile viel mehr Leute Utopien studieren, als das früher der Fall war. Früher ist ja das vielleicht eher im Kunststecken auch also ein bisschen vorenthalten gewesen oder der ganz freakigen Menschen. Und mittlerweile ist es halt so ein bisschen gesellschaftsbreit geworden. Jeder kann ein bisschen oder sollte ein bisschen mit den neuen. Weißt du, neue Formen, neue Agile, irgendwas und Utopie denken. Das ist ja vor allem, das gehört zum Jobprofil, oder? Ja. Also nach Mensch ärgert dich nicht, ist eigentlich das neue Gesellschaftsspiel eigentlich über, du etwas mit Utopie. Ist, glaube ich, auch ein Fach im Lehrplan 21. Utopie. Geil. Oder? Ja. Und darum ist es aber auch gar nicht, vielleicht brauchst du jetzt schon wieder irgendwie ein neues Wort. Ja, da gibt es ja eh auch wieder, oder? Also im Sinn von Utopie ist eigentlich das, was du nie musst erreichen musst, weil eigentlich immer kannst du sagen, ja, man sollte. Aha,
Das ist eben auch noch so ein Vorwurf an Tutupi. Deswegen nein, aber dort sind wir irgendwie nicht gelandet, weil da haben wir gar keine Lust gehabt, irgendwie zwei Tage uns mit mir aufhalten. Insofern ja. Aber ja, die Gespräche auf der Utopie-Konferenz-Webseite eben mit dem Maya Göbel und mit dem Richard David Brecht ist recht leise. Die haben auch coole Gäste, zum Beispiel der Welzer ist dort, der Joe Käser ist dort, lang CEO Siemens. Und redet über geiles Zeug. Wachstum, wie ist Veränderung, was mir mega gefallen hat, ist die Diana Kinnert, die ist CDU irgendwie Nachwuchspolitikerin, was die so sagt. Wäre auch für dich zum Thema Wahlkampf, Paddy? Man muss mal sagen, Ladies and Gentlemen, oder? Der Paddy, der kandidiert ja, oder? Der kandidiert und zwar für den Gemeinderat. Irgendwie kandidiere ich schon das ganze Leben für irgendetwas. Und er wäre jetzt gerne nicht nur schön und reich, sondern er wäre jetzt eben gerne auch mächtig. Voll. Und deswegen, ja. Ist meine Utopie. ist wirklich erstrebenswert. Macht bei mir. Macht ist das Oberste. Und dann kommt Geld sofort. Dann, eben, ja. Genau. Genau. Und dann kommt ja, vielleicht noch so ein bisschen Gewalt und Besetzungsstein rühren. So. Ja. Ja, und natürlich Wachstum um jeden Preis. Wachstum um jeden Preis, genau. Klare Strukturen und Organigramms, sehr tief, genau. Und geordnet. Und nie vergessen, nahe bei den Leuten. Immer noch bei genau. Genau, das wäre ein Paddy sein Wahlprogramm. Wer einen will wählen, die Reichen profitieren, steuertechnisch sicher. So. Gut, aber wer sich wirklich interessiert, kann sich auf... wo kann man denn dich da jetzt du, patrickluther.ch, gell? CH, das ist, ja. Jetzt eben Patrick mit K. Nur mit K. Genau, da haben sie mir nämlich 10 Mal geklaut. Ja, das haben wir, nein. Haben wir mal ist jetzt nicht noch. Genau, ja, ist sehr schön. Eben, deswegen, in der Sendung mit dem Welzer und mit der Kinnert gibt es noch ein bisschen Anleitung für Politiker, Nachwuchspolitiker sozusagen. Sehr schön, dann lasse ich dort mal rein. Ich lasse dort mal rein. Shownotes dann, ja klar. Ja, tue ich natürlich ja. Dort gerne rein. Aber ich schicke das auch schon vorher. Der Wahlkampf kann man gut vergleichen mit der Schweiz. Das ist, das nein, es geht eben um Menschen, deswegen sage ich es ja. Ah, sehr schön. Ja, weißt eben. Ja, sehr schön. Du, hast jetzt du gerade eine Frage, wo du Lust hast zum Zücken? Oder es auffallen ja, ist, weißt, zwar, wo du Resonanz hast. Hä, wo die Resonanz hast, Paddy. Wo hast denn du so Resonanz bei den vielen Fragen, die reingekommen sind? Resonanz? Ja. Also meine Resonanz dann, oder? Nein, ich habe... unsere Christine hat sich wieder mal zurückgemeldet. Ja, eben. Sie hat nicht ganz loslassen können. Nein, hat sie nicht ganz können. Sie ja total eingebunden ist in ihr neues... Oh, ja, du, die hat den Arsch voll zu tun. Aber wir können gleich ihr quasi zu Ehren kurz mal noch, wie wir es früher angesagt haben, in der guten alten Zeit, der Ladies and Gentlemen und alle Sternli, so hat das früher getönt. Christine fragt... Ja, jetzt kann ich natürlich nicht so schöne Stimme, Christine, aber ich lese es sonst vor. Oder? Ja. Sollten wir uns alle mehr ums Fühlen kümmern, statt ums Denken? Ja, mehr ums Fühlen kümmern, als ums Denken. Ich habe es verstanden, gerade beim ersten Mal. Herrlich. Sehr gut. Ja. Was ist die Frage? Ja, sorry. Das ist ein Klassiker. Spürst du mich? Spürst du mich? Immer weg dem, spürst oder? Spürst du mich, fühlst du mich, gell? Das ist wirklich in der Schweiz. Ist das eigentlich. Gibt es in anderen Ländern eigentlich auch so einen geschissenen, abwertenden Killer-Phrasen-Schissel wie in der Schweiz? Weil das ist wirklich in Österreich, kannst du das ja nicht sagen, in Deutschland kennen sie das so auch nicht. Nicht, so der Esoterik-Hecke. Ja, mal schon, aber der heisst so eben nicht. Es gibt so ein krasses Wort. Ja, es gibt so ein eines Wort, wo dann gerade klar ist, ich muss nicht weiterreden, ich muss mal pragmatisch sein. So. Ja, weiss ich gar nicht. Das ist noch eine interessante Frage. Ja. Aber ist jetzt nicht die Frage. Ist nicht die Frage. Haben wir aber auch schon, muss man auch sagen, schon eingehend natürlich mal diskutiert, diverse mal diskutiert. Ich glaube, da kämen wir auch immer wieder mal drüber. Und zwar auch im Kontext von sollen mal die Männer vielleicht ein bisschen mehr spüren. Oh, also nicht nur, so ein Zufall. Wir, ich glaube, da sind ja uns Frauen durchaus überlegen und machen das irgendwie schon länger und gut.
Aber mir nicht, oder? Mir machen sie bereit. Dass der Paddy heute jetzt eigentlich da eine Lanze bricht für das Thema. Ich, Flo. Ah, nein, für das Thema. Oder? Und ich kann jetzt einfach ganz elegant sagen, ja, du, okay, Paddy. Oh, die Eltern läuten da. Hallo? Hallo? Ah, sehr schön, dann mache ich schnell auf, hä? Ja. Bis dann. Sehr gern. Tschüss. Gut, wir würden da jetzt schnell eine Pause machen, liebe Leute. Machen wir schnell eine Pause, ja, sorry, unbedingt. Ja. Das macht gar nichts. Und eben, aber falls Sie nachher etwas sagen wollen, also ich bin da. Gut. Geht aber im Fall schon eine Viertelstunde. Kopf, Dami. Ja, ist ich gut. Muss dich ein neues Bett tun, weißt du, und so. Boah, aber du bist mit einer Viertelstunde, aber sportlich, hey. Ja, 20 hey, Minuten. Hey, und machst du... Nein, komm, ich schaue. Nein, nein, sehr gut, ja. Gut. Tschüssi. Hey, adieu. Mach da noch schnell ein bisschen. Ja, Rest. Musik. Super Dad. Ja, Rekordzeit. Sie bringen es ins Bett. Nein. Du hast delegiert. Nein, nein, aber ich weiss es gar nicht. Ob es noch einen Kaffee wollen oder irgend so etwas. Aber haben sie es nicht. Recording in progress. Ah, oh, sorry, ja. Ja. Ja, ich habe Pause gemacht, gell, natürlich. Ah, so, wegen der SIM-Karte, gell? SIM, ja. Piste. Egal, Perry. KB. RD. MFG. Genau. Ja, sehr schön, da sind wir wieder. Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Ja. Ja, mhm. Ich finde, wir müssen das einführen in unserem Format, dass wir auch in der Mitte eine kleine Werbepause machen. Oh, schön. Für was? Da, ja, eben da vielleicht einen kleinen Aufruf nochmal an alle Brands draussen, die gerne mal ein Product Placement würden machen. Der Flo und ich wären tatsächlich jetzt bereit, für ein kleines Produkt vorzustellen. Sehr schön. Sendung. Ja, unbedingt. Und R-Quadrat macht immer gerade noch ein schönes Konzept, gell? Ohne Abnahme. Also... Genau, gibt keinen Loop. Ihr könnt wirklich kein total Freund entspannt. Das ist der All-Inclusive, sorglos Paket. Ihr gebt uns einfach euer Produkt, wir sagen etwas dazu. Bin ich ja gespannt, ob sich mal jemand darauf einlädt, weil ich finde, die Freigabe erteilen, bevor man den Auftrag erteilt hat, das ist mal ganz eine neue Angehensweise. Oder? Ja, die Freigabe ist eigentlich, man schickt das Produkt, oder man sagt, was das Produkt ist. Wir wollen eigentlich kein Produkt schicken, das scheiss nicht. Aber wir sagen etwas dazu. Ja, kommt ein bisschen davon. Doch, doch. Alter Kapitalist. Oh, weißt du noch, der Word-of-Mouth-Mensch, ich weiss nicht, wie er heisst. Mol, WOM. Der WOM, genau. Ja, weiss auch nicht mehr. Ja, vom und Bodensee. Dort habe ich mich ja mal auf so einer Plattform dann bei ihm angemeldet und habe hin und wieder mal so Produkte heimbekommen, oder? Aber ja. es ist ja multi-anstrengend, der Shit. Es ist ja weder lustig, noch irgendwie inspirierend, noch gar nichts. Das ist wirklich einfach nur Business. Ja. Und darum... nicht ja, lustig. Und das Geile ist wirklich befriedigend, ist auch, dass du dich für 100'000 Sachen anmeldest und irgendwie findest, ah, das ist geil, mal einen Dyson ausprobieren oder mal ein... Ach so, ja, das kommt nie. Es kommt nie, du wirst nie ausgewählt. Wirklich, nein, du nicht. Das ist wirklich das Geile. Also, wir suchen eine Familie mit zwei Töchtern oder mit zwei Girls im Alter von 4 und 9 Jahren zum Ausprobieren dieses Zeltes und so. Ja, und ja, denkst, ja. Sorry, wir sind Paradefamilie. Ja. Nein. Leider müssen wir ihnen mitteilen. Das ja, ist ja ohne sie. Genau. Schade. Ja, aber egal, wir sind schade. Offen. Wir sind offen. Mhm. Und ja, wir suchen die Mutigen. Ja, oder auch nicht. Ist wurscht. Wir können die Hose voll haben. Wir bringen es einfach. Ja, oder wir machen einfach zukünftig wirklich einfach eine Werbepause und wir machen Werbung. Für was auch immer. Wir fragen gar nicht. Das finde ich noch viel geiler. Wir machen Werbung für irgendwas. Ja, ist gut. Verstanden. Okay, gut. Also, da wir ja im Bros sind, im Pro-Podcaster, könnten wir gerade anfangen. Hm? Mhm. Also. Für einen Kugelschreiber. Du mal einen Kugelschreiber verkaufen. Ja, sehr schön. Gib mir schnell mal deinen Kugelschreiber. Gib mir schnell. Ja, gut. Also, liebe Leute, die jetzt gerade nicht wissen, was das Zitat ist, das ist das Zitat von The Wolf of Wall Street. Ja, was für ein Arschloch. Aber man lernt jetzt 2-3 Sachen, wie man vielleicht nicht möchte sein, aber unter anderem auch verkaufen. Genau. Sehr schön.
Das ist neben Elevator Pitch vom Good Old Mr. Apple, ist das der zweite wirklich funktionierende Journey, um ein guter Salesman werden oder Salesfrau. Genau. Ja. Vielleicht zuerst zum Auflösen. Du fragst den anderen, gib mir den Kugelschreiber, dann hast du ja du einen Kugelschreiber, dann sagst du dem anderen, halalala, irgendwas Vertrag lässig, dann sagt der andere, ja, das finde ich gut, dann sagst du, ja gut, dann unterschreiben wir jetzt, dann sagt er, ja, brauche einen Kugelschreiber, sagst du, ja, die kostet irgendwie x. Gut. Jawohl. Was ist denn der Apple-Ding? Den könnte man auch noch schnell vielleicht. Der Elevator-Pitch, ja, das ist die gute alte Geschichte vom Lift, dass es hin und wieder passiert ist, dass der, sagen wir seinen Namen schnell. Ja, Steve. Der Steve. Stevie Wonder. Jobs. Steve Selig, genau. Ja. Entschuldigung, allen Anhänger und Freunden, aber der Steve Selig, dass man den im Lift getroffen hat und der Lift bis in eine Teppichetage ist dann irgendwie halt irgendwie, 5 Sekunden, 10 Sekunden. Und in dieser Zeit hat man die Chance gehabt, ihm quasi eine Innovation, eine Business-Idee, irgendwas zu erzählen. Ja. Und wenn er ausgestiegen ist, hat er dann schnell entschieden, ob du noch in dieser Firma arbeitest, nachdem du gepitcht hast, oder ob du jetzt wirklich auch kannst gehen kannst. Das hat Menschen mega gerne gemacht. Das ist wirklich einfach, jeden Morgen ist einer rein und gesagt, Steve, I have an idea. Und dann hat er gesagt, Chigging, bist schon im 5. Stock gewesen, oh sorry, tschüss. Also wenn du wieder deinen Job loswerden hast, am besten gesagt, I have an idea. I have an idea. Genau. Deswegen hat der andere ja gesagt, schlau wie er ist, I have a dream. Genau. Mit da geht länger. Das geht länger und hat besser funktioniert. Ja, darum machen wir jetzt beides nicht, würde ich sagen, heute, aber das nächste Mal. Sehr schön. Ja, aber wenn ich so umschaue, ja, hätte ich da so Produkt. Hey, aber was man schon noch muss sagen ist, ich weiß nicht, ob dir das auch auffällt, aber Radiowerbung. Ja. Schweiz im Vergleich zur Radiowerbung irgendwo auf der Welt ist, ich weiß es auch nicht, also was soll ich sagen, ist duper. Also immer stellt man ein bisschen die Haare auf. Also weil wir so gut sind, oder? Wir sind so eine Pushy. Nein, es ist wirklich, es ist unterirdisch. Es ist wirklich unterirdisch, oder? Aber wieso ist das? Ich frage mich eben, wieso ist das so ist. Weil ich meine, gerade jetzt vom Hochdeutschen sind wir ja nicht so wahnsinnig weit entfernt. Und man könnte ja sogar vielleicht sagen, weißt du, was macht vielleicht noch Sinn, dass man es auch Hochdeutsch macht, wenn man es auf Schweizerdeutsch macht. Stell dir mal vor, also ich erinnere mich noch an eine, weil ich habe nicht viel Radio geschaut, aber zum Beispiel Autocenter Emil Frey. Ja, der ist aber noch schön. Das siehst du jetzt? Der ist noch schön. Und jetzt Kaffee gut trinken zum Kenny, den finde ich auch noch lustig, oder? Ja, genau. Das ist auch so ein Evergreen. Aber das sind jetzt gerade zwei, vielleicht von, wo wir jetzt gerade noch geblieben sind. Alle anderen wirklich nicht. Ja gut, das mit dem Bleiben ist überbewertet. Aber es hat sicher ein Award gegeben. So Boxspringbett finde ich immer noch der Geilste. Boxspringbett, das kann man vielleicht wirklich noch einen mal erklären. Habe ich glaube schon mal gefragt in der Sendung 24. Ja. Aber es heisst ja, wenn sie Werbung machen für ein Boxspringbett, heisst es immer Boxspringbett. Boxspring. So sagen sie es. Boxspring. Und zwar alle Marken unabhängig. Also das muss irgendwie so heissen. Und ich weiss aber nicht wieso. Regt mich auf. Liebe Leute draussen, wirklich, das regt mich auf. Da geht nichts mehr beim Paddy. Da müssen wir ihm helfen. Mhm. Help Paddy. Das kann man da wirklich auch mal aufklären. Der Roger hat uns gesagt, warum es News heisst und nicht News. Ja. Das wissen wir jetzt. Ja. Aber warum es ein Boxspringbett heisst, das weiß ich wirklich nicht. Also wirklich nicht. Und für alle Internationalen heisst es Hilf Paddy. Einfach, dass wir wissen, dass wir helfen. Nicht, dass jetzt da niemand kommt. Hilf Paddy. Ja, das ist wahr. Gut. Jetzt hätte ich aber grauenhaft Lust. 079, hat sie gesagt, was? Auf die Lust, über das Produkt eben irgendwie. Grauenhaft Lust, aber okay. Ja. So, jetzt meine Sextoys könnte ich mal führen holen. Oder? Mhm. Ja. Und dann mache ich rein. Haben wir doch schon mal gesagt, oder? Machen wir dann. Ja. Dass wir da irgendwie. Ei. Ja, jetzt ist er doch schon 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Also von dem her geht's. Safe. Los, Flo, wir haben zwei, drei offene Fragen noch. Wir haben die von der Christine, glaube ich, gar nicht wirklich beantwortet, muss man sagen. Leck du mir. Wir sind ja noch nie nicht. Wir sind wirklich noch nie nicht. Scheiße, also komm schnell. Müssen wir jetzt wirklich vorwärts machen. Ja. Aber vielleicht nochmal rekapitulierungsmässig hat Christine gefragt, sollten wir uns alle mehr ums Fühlen kümmern, statt ums Denken? Ja. Kann man eigentlich gar nicht viel mehr dazu sagen, ja. Müssen wir, oder?
Ja, ja. Und dann noch, warum? Weißt du, jetzt können wir wieder alle. Nein, jetzt kannst du alles weglassen, wir müssen nur machen. Ja, aber machen, was der Bauch sagt. Machen, essen, oh, was der Körper gut anfühlt. Dort Sport treiben, wo sich irgendwie nice anfühlt. Irgendwie so. Also, weißt du, das finde ich so ein bisschen auf, mehr aufs Fühlen hören. Also, Erfolg ist, wenn sich's gut anfühlt. Oh. Ja, sehr schön. Und sogar adoptiert noch Glück auch. Ja. Glück und Erfolg ist, Glück wenn es gut anfühlt. Glück zu. Ja, ich meine, das mit dem Bauchgefühl übrigens wird recht torpediert, weil es ist eben blöd, weil wenn du nämlich Hunger hast, sagt dein Bauch etwas anderes in der Entscheidungsding. Da ist doch das mit den Richter. Wo du ja, aber wieso ist denn blöd? Ja, weil du eben so manipuliert werden kannst auf Bauchebene. Das Bauchgefühl ist eben, das ist eben nicht so, so eine Clarity, es ist mehr... Das ist nicht immer so klar. Ja, ich glaube, dort fällt es eben schon an, dass du überhaupt das Hungergefühl schon mal wieder wahrnehmen solltest. Das haben wir ja gar nicht mehr. Also es ist die kleinste Anflucht von irgendwie ein Rumörli im Bauch treibt uns in Becken und Recken, oder? Ja. Einfach auch dort ist. Also dort schon mal das Gefühl wieder entwickeln von, wann habe ich wirklich Hunger und wie fühlt sich Hunger an und weißt du, so wirklich so Basics. Ja. Und sonst im Notfall ein Snickers. Immer. Hanuta. Morgen. Deutschland morgens um 9:30. Sehr schön. Ja, das wird neu so eine Werbe Aneinanderreihung. Oder? Gibt es die noch, Hanuta? Du noch, darfst ja so bleiben, wie du willst. Du darfst. Schön, oder? Ja. Ja. Da auf meinem Bier steht übrigens neu, jetzt auch für Linkshänder. Echt? Finde ich schön, das ist ja aus der Rubrik Businessmodell. Ja, oh! Ist eins, oder was? Kommt eins? Ja, es ist ja logisch. Ah, oh, magst du auch? Aus der Rubrik Businessmodell. Jo! Hau raus! Ja, ist ja grundsätzlich, dass man die Linkshändler Menschheit wie ausblendet. Die haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Das regt mich auch seit Jahren auf, weil ich ja ein verkappter Links-Rechtshändler bin. Das ist ja nochmal etwas anderes. Aufregend. Du bist Stern, bist du. Also unter der Hand bist du nicht links oder rechts, und du bist eigentlich Stern. Genau, also übers Kreuz quasi, oder? Linksfüßler, Rechtshändler. So. Da gibt es ja einige. Da gibt es aber noch ganz viel, also quasi Sternli, ja, voll. Geil. Ich darf auch Sternli. Hey, du bist ja auch. Nee, aber jetzt genderst du viel lieber. Viel geiler. Ja? So gut. Nein, aber man sieht das sehr gut bei den Käppli. Und zwar, du hast jetzt gerade eins an. Ich habe eben so ein Eis, wo überall gleich bedruckt ist. Aber wenn jetzt deins würdest kehren, ja? Schnell, kannst du das machen? Oh Gott. Schnell das Käppli kehren. Gegen vorne. Für dich mache ich alles, fürs Businessmodell. Aber der Elevator-Pitch ist schon durch. Aha. Ja, genau. Zeig schnell. Nein, geht auch nicht. Kannst du wieder kehren. Okay. Aber es gibt ganz viele, oder die früher vielleicht, die das Käppli entweder links oder rechts oben gezogen haben. Ja. Also so ein bisschen feine Seite. Nicht die Farmer-Käppli, die man gerade da hat, sondern so ein bisschen die Cross-Bro-Käppli, die man links oder rechts oben zieht. Die haben ja dann quasi, also für die Rechtshändler, die es rechts oben ziehen, haben die das Label da. Ah. Dass das Label quasi vorne ist, wenn man das Käppli oben zieht, rechts das Label vorne ist. Ja. Und für die Linkshändler gibt es das nicht. Ja. Die Linkshändler ziehen das Käppli links oben. Oder? Und da fehlt das Label nicht. Du hast dann das Label da hinten. Also. Ich weiss nicht, wie noch nie jemand darüber nachdenken konnte, dass man für die Linkshändler und für die verkappten Linksfüßler Rechtshändler müsste so Linkshändler-Käppli machen. So ein Mutz, ja. So ein Linksmutz. Sehr schön. Ja, nein, also. Wie immer suchen wir Investoren. Am besten betroffen, gell, wo sich auch schon seit Jahren aufregen, dass ihr Logo nie dort ist, wo sie die Kappe herziehen, oder? Ja, jetzt kommen wir vielleicht mal drauf, weil vielleicht gibt es Label, die eigentlich ausgesprochen gern von Linkshändlern getragen werden. Und die werden aber nicht bekannt, weil das Label immer versteckt ist. Tochter, wie sieht es aus? Ich muss nur noch das Zipfli machen, das ist ja so etwas, was ich wirklich... Musst du dein Esszöpfchen machen? Ja, damit der Morgen die Frisur nicht scheiße ist, oder? Damit nicht so musst du strählen. Jeden Abend.
Sorry, ich muss schnell. Sorry, du kannst das aber schnell kommentieren. Ja, kannst schnell kommentieren. Und jetzt der Superdad nochmal im Einsatz. Aha. Schau jetzt, Achtung, meine Damen und Herren. Oh, könntest du nicht noch schnell das Mikrofon noch auf die Seite tun? Wir wollen das natürlich sehen. Aha. Ja. So, danke. Also, jetzt Superdad in Action. Hoi. Hoi. Also, es gibt jetzt ein Zöpfli. Achtung, meine Damen und Herren, wir sind da Zeugen von einem Sensationszöpfli in Rekordzeit. Und aber auch schön. Übrigens, auch das. Der Linkshändler macht das Zöpfli anders als der Rechtshändler. Ein Linkszopfte. Ja, sehr schön, okay. Und, und man sieht da auch schon wirklich, wie er in die erste Runde geht. Man sieht, dass er da die ersten 10 cm gemacht hat. Es kann sich nur noch um nochmal mindestens 20 handeln. Oh, es sieht nach einem Schlussspurt jetzt schon aus, meine Damen und Herren. Und Sternli. Da, oh, jetzt. Schau jetzt. Und Finale. Oh, das ist aber auch noch irgendwie, das ist auch noch ein Skill, das mit dem Gümmeli. Gell? Mit dem Gümmeli. Das Beste. Schlaf gut. Tschüss. Tschüss. Aber jetzt wirklich, gell? Es ist spät. Ist alles gut, ich lasse die Tür auf, ist gut? Ja. Also. So. Wieder mal ein wunderbares Beispiel für auch, es ist auch eine Familiensendung. Ja. Ja. Papi, ja, nein, inspirierend für alle Papis. Zöpfli werden gemacht, Drohungen werden ausgesprochen, wie man es kennt. Ja, und trotzdem wird sie noch viermal rauskommen, weil jetzt ist sie gerade am Wasser noch füllen, für die Flasche, dann wird sie hinterher gehen und etwa ich würde sagen, so in 90 Sekunden kommt sie wieder raus und sagt, sie muss jetzt nochmal aufs WC. Das macht sie jeden Abend. Ah, okay. Ja, Routine, oder? Ja, Routine, super, oder? Ja. Du bist einfach Nudel fertig, weil der Kopf da mir endlich mal in die Ruhe wutsch. Kurz vor dem 9. Kurz vor dem Morgen um 11. Ja, schon schön. Ja, also somit hätten wir zumindest Christine ihre erste Frage. Hat sie nicht zwei Fragen? Nein, nicht schon alles rausschiessen. Also, nein, kann sein, dass noch eine ist. Aber wir gehen natürlich jetzt zu unserem Format, nicht? The Fantastic Big Five mit heute der Martina. Und wie immer bin ich bestens vorbereitet, nicht? Und wird gerade sofort auch das starten, dass wir jetzt die Frage von der Martina hören. Und zwar genau jetzt. Hallo Paddy, hallo Flo, hier ist Martina. Ich habe eine Frage für euch vorbereitet, was um das Thema Alter geht. Und zwar möchte ich von euch wissen, stellt euch vor, ihr seid einen Nachmittag lang mit jungen Menschen unterwegs. Was macht das mit euch hinsichtlich dem Alter? Fühlt ihr euch älter oder fühlt ihr euch jünger in dieser Gruppe? Das würde mich interessieren. Habt einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Nicht? Also ich bin ja der Jung. Eben, gell, ich kann nicht, was meint sie jetzt damit? Was meint sie, was wollt sie uns sagen? Mit Jungen unterwegs? Weiß gar nicht, was sie jetzt, also. Ja. Hat mich irritiert jetzt gerade, aber ja. Ich finde jetzt wirklich, also was meint sie jetzt genau mit dem? Also sie hat nie gesagt, alt, gell, hat sie nicht gesagt, so indirekt eben, so fies. So dass du so das Gefühl hast, ja, also meint sie jetzt alt? Ja. Ja, voll. Meine Frau sagt ja immer wieder mal, wenn sie mich sieht mit einem Käppli, sagt sie, Alter, wirklich. Es ist wohl wirklich wie gut. Langsam, gell? Ehrlich? Trifft mich natürlich hart, weil mich gibt es eigentlich quasi Freizeit nicht ohne, oder nicht mit nicht ohne Käppli. Ja. Grundsätzlich. Darum, das gehört so ein bisschen dazu. Und ich habe mir heute noch tatsächlich ein Nike Air Force One gekauft, in Weiss. Und das ist ja der Schuh, wo jetzt gerade alle irgendwie mit Teeners anhaben. Und ich bin mir im Laden gerade schnell ein bisschen... also eben, wie? Ganz, wie bist du vorgekommen? Das wollte sie ja wissen. Ja, eben, genau. Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Es war so ein bisschen ambivalent gewesen, glaube ich. Es hat ein paar Sekunden gegeben, wo ich gefunden habe, hey, voll geil, ich bin noch voll drin. Und dann habe ich im...
im Laden die zwei jungen Girls hinter der Kasse schnell angeschaut und dann müssen sie sagen, hey, was denken denn die, dass ich so einen Schuh kaufe? Die haben sich natürlich nichts anmerken lassen und haben den verkauft. Geil. Aber ja. Mhm. Aber es ist schon lustig. Und nachher bin ich ja mit dem Sack, oder, vom, wie haben wir den Laden wieder heisst, schon wieder vergessen, so einen Sneakers-Käppli-Tischi-Laden. Ja, Snipes. Snipes, genau. Bin ich auch mit dem Snipes-Sack irgendwie über den Stadelhofen gelaufen. Genau. Und dann habe ich mir das wirklich auch überlegt. Ich dachte, hey, also so die jüngeren Menschen, die mich jetzt sehen, mit denen denken, hey, Alter. Entweder denken, du hast für deine Kinder irgendwie Schuhe gekauft. Natürlich. Oder sie haben irgendwie gedacht, voll easy, der Alter trägt auch noch, ist noch voll dabei. Oder sie haben gedacht, oder sie haben gar nichts gedacht, sie haben gedacht, hey, was ist genau. Aber schön wäre auch so quasi, weißt du, laufst vorbei und ungefragt sagst, hast du für meine Kind? Ist für meine Kind? Gut, dann könnte ich mal ausprobieren. Ja. Nein, aber im Grundsatz, liebe Martina, um deine Fragen zu beantworten, ich muss schon sagen, in der Freizeit, wenn ich mich so kann anlegen, wenn ich mich immer anlegen und irgendwie, und auch am liebsten mit den Leuten mich umgeben, wo ich mich umgebe, und das ist übrigens über alle Altersstufen, aber auch mit jüngeren Menschen fühle ich mich natürlich mega wohl. Ohne jetzt irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin dann auch jünger, ich fühle mich auch immer gleich jung. Es ist eher umgekehrt manchmal, dass ich so Gleichaltrige treffe oder herausfinde, dass jemand dann so gleich alt ist und vorher beim Einschätzen hätte ich irgendwie gedacht, meine Fresse, das kann nicht sein, oder? Also die sind irgendwie 15 Jahre älter. Mhm. So. Ja. Also ich verschlicke dann nichts eher. Aber vielleicht geht es anderen mit mir natürlich auch so. Das weiss ich jetzt gar nicht. Ja, lustig. Ja, ich habe immer noch das Gefühl, ich bin erst gerade vorgestern eigentlich aus der Matura, aus der Kante rausgekommen. Schon, oder? Ja, voll. Und wir würden immer noch irgendwie blöd tun mit dem Snowboard in den Gondeln rein. Und das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so wahnsinnig viel anpasste. Also natürlich bist du ein bisschen anpasster, aber nicht jetzt... Ich müsste einfach immer schon um 10 Uhr heim, wenn wir einen Ausgang gehen, aber das... voll. Fällt nicht auf. Ja. Und so, ich kann mir etwa eine Flasche Wein leisten, die mehr kostet, als dass ich das mit 20 Jahren können. So. Ein Tetrapack aus dem Denner. Genau. Ein Cointreau. Cointreau 7 Dezi. Nein, nicht Cointreau. Da habe ich mal so müssen kiesen. Da mir, das ist wirklich das einzige Mal, wo meine Eltern mich sind von der Schüssel geholt. Wirklich, das war mein erster grosser Absturz. Cointreau. Wirklich so etwas Grosses. Gut, ich weiss heute noch nicht, wie man so einen Scheiß. Also, es hätte damals sicher auch irgendwie so Fritz oder irgendwie etwas gegeben, wo massiv besser gewesen wäre als Cointreau. Ja, Cointreau Alkopops. Wir sind ja noch die Generation Alkopops. Ja, voll. Ja. Hutsch! Hutsch! Yeah! Sehr geil. Ja, nur geil. Hutsch. Absolut. Genau, das war ja wirklich ein Skandal gewesen. Da sind ja gerade mal alle Jugendlichen, die, also quasi unisono sind die alle, also en bloc quasi Alkoholiker geworden. Alkoholiker. Warte schnell, Klammer auf. Ja, sie muss... Hey, Kind, was ist? Aha, ich weiss. Ist das WC? Ja, klar. Also gesagt. Ja, der Schluck Wasser ist eben Bier, dann geht schnell. Der ist, geht schon, weißt du... Du, es ist ja Samstag morgen oder Sonntag oder Montag, also von dem her easy. Easy, schulfrei. Ja, nein, aber so das ewig jung bleiben, also ich muss ganz ehrlich sein, ich will nicht nochmal 20 sein, wirklich nicht. Also so, dass ich habe schon gerne irgendwie so ein bisschen mit so ein paar Erfahrungen im Rucksack irgendwie können durch die Welt tuddeln. Aber ich kann mich durchaus in das Gefühl hineingeben, so mit vielleicht 25 oder 30, das finde ich super. Das finde ich mega. Ich fühle mich ja nach wie vor daheim, irgendwie. Also es ist nicht so, dass... Was, mit 30, 35-Jährigen? Oder so bist du, so fühlst du dich? Nein, ich fühle mich einfach so, ja. Also, ja. Puh, ich weiss auch, ja. Es verändert, also ich bin gerne mit jungen Leuten zusammen. Also jetzt bei Schweizer Jugendforst, oder, bin ich ja wieder gewesen. Die sind 18 bis 23 gewesen oder so. Das ist wirklich, also ich finde es auch noch spannend, so eben, was so ein Lebensrucksack, was der so ausmacht, oder? Weil dann hast du ihn wirklich mal im Vergleich, oder? Ja, genau. Im Sinne von wirklich frisch, einfach ja, halt, also
eigentlich halb so viel Rucksack wie ich, im Sinn von zeitmässig, nicht erlebnismässig, weiss ich es ja nicht, aber halb so viel zeitmässig mal. Und nur schon der Zeitfaktor macht ja schon viel, irgendwie. Und nicht, dass du das schlauer bist oder irgendwas, aber einfach zeitmässig ist... Schlosse. Ja, du bist wie die Mutter. Du musst auch immer noch mal schnell irgendwie rein crashen, oder? Die Kleine? Ja, schau nochmal. Ja, ja. Ja, sie ist im Fall wirklich der siamesische Zwilling. Tschüss. Dich auch. Ja, die Reinkarnation in der gleichen, Familienepoche. Gibt sich das? Das ist ja geil. Oh. Vielleicht gibt es das. Hey, krass. Ja. Ui, das kreuzt mich ins Hirn, aber ja. Ja, das kreuzt mir auch ins Hirn. Aber ja, wie? Ja. Genau. Sicher etwas mit Zellteilung. Ich finde halt wirklich auch sehr spannend, wirklich auch die... Also weißt du, ich habe noch das Bild so ein bisschen von meiner Zeit, einfach jetzt nicht immer ganz klar, aber irgendwie schon noch so ein bisschen das Bild von, was habe ich gemacht, was habe ich gedacht, so im weitesten Sinn, oder was haben wir angerissen, was haben wir nicht gemacht und so. Und quasi den Vergleich ziehen mit den heutigen jüngeren Menschen, finde ich halt immer mega spannend. Und dort habe ich aber auch manchmal das Gefühl, dass sie im Vergleich vielfach viel weiter sind, als ich das Gefühl habe, ich war in diesem Alter. Also das ist noch krass. Ja. Manchmal, weißt du, nur schon Ausdrucksweise, Interesse, irgendwie, das hat sich massiv verändert, habe ich das Gefühl. Aber es ist vielleicht auch nur immer mit denen, wo ich dann irgendwie gerade ins Gespräch komme, das kann auch sein. Ja, der Leistungsdruck, aber im Fall der Ecke, der ist schon noch crazy. Ich glaube, das können wir uns gar nicht so recht vorstellen, was das heute heisst. Genau. Das ist, nicht ja, irgendwie, das ist nicht wie, wo ich ein bisschen ins Kloster gegangen bin und ein bisschen lässig und Töpfelsaft und 80% Frauen genossen habe. Quasi, und ein bisschen Sonnenfee und so. Ja, also das ist irgendwie, glaube ich, ist nicht mehr so gleich lässig. Ja. Ja, kann sein. Kann sein, aber es hat sich auch irgendwie, weißt du, allein vom Ablauf her habe ich irgendwie mein Gefühl geändert. Also sind irgendwie früher unterwegs und aber auch früher schon dann irgendwie in schon so kleiner Beziehung und so ein bisschen daheim und so ein bisschen ruhiger irgendwie. Und, aber eben zum Teil auch Themen finde ich halt spannend, was sie interessiert und wo sie sich engagieren oder wo nicht oder was sie total empfindet. Und, oder die Sprache natürlich, die Sprache finde ich obergeil. Also weißt du, obergeil zum Hören und Beobachten und merken auch, wie die Abgrenzung funktioniert. Das finde ich obergeil. Aber ich merke eigentlich, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was die eigentlich so, also weißt du. Wer sind denn die so? Wirklich, kein Plan. Also was haben sie jetzt genau? Ich meine, ich komme irgendwie, weißt du, so ein bisschen, wie sagt man, so Ausschnittli quasi aus so jungen Leben mit über, entweder öffentlich oder halt irgendwie im Umfeld, haben wir jetzt auch nicht so viel von denen quasi eben, sage ich mal, Twins, oder? Und darunter sind sie ja Kinder dann irgendwie, oder halt 18, nee. 9, aber eher auf dem Kindtrack und so, okay, dort bin ich ja total den ganzen Tag, aber da die Twins, oder? Also die studieren ja dann alle schon, weißt du, triffst einen 23-Jährigen, studiert seit 3 Jahren Medizin. Ah, oh, okay. Hat gerade irgendwie 7 Praktikas gemacht, weil ja, ist Praktikumsjahr. Aha, 7, wieso 7? Ja, ich wollte verschiedene Zeug sehen. Aha, jetzt kennst du eins. Genau, kennst du eins und dafür richtig. Ja. Nein, kenne ich nicht. Nein. Ja, absolut. Absolut. Nein, also, ja. Find ich spannend und vom Gefühl her... Ja, ich finde ja alles lässig. Ich finde ja auch so Anpassen irgendwie lässig. Irgendwie sich in eine Gruppe reingeben und dann auch. Und zwar nicht das Krampfhafte müssen der Du sein, weil da merkst du irgendwie auch, das bist du ja nicht mehr. Das ist auch okay, dass du nicht mehr bist. Ja, aber das ist im Fall lustig, dass du das sagst, weil ich zum Beispiel. Also weißt du, du hast ja das Käppli eben auch immer noch an. Und das Käppli ist ja nicht an zum irgendwas, sondern das hast du einfach gerne an. Ich ja. Und das heisst, ich bin eben der Dude. Und das gibt's eben, das schaffst du eben schon noch, dass du Dude bist. Ich finde zum Beispiel den Ding, der Andy Albrausch. Der Andy? Ah oh nein, der Albrausch Andy. Ja, wie heißt er? Andy. Genau. Oder Beach Mountain erfunden und so weiter. Ja, alles super geil. Oder ich meine, der Dude ist jetzt, der ist 60 oder was? Ist der dann irgendwann mal, oder? Der ist immer noch genau dudig. Und das liebe ich an ihm. Also ich finde wirklich... Nein, absolut, aber es ist so authentisch dudig. Eben, ja. Weißt, es ist nicht, es gibt ja dann die, die so krampfhaft dudig werden. Das meine ich, das bin ich dann nicht. Mhm. Also ich muss mich nicht ums Verregen, also ich bin einfach ich. Und eben kann auch mit gut in einer jüngeren Gruppe, kann aber auch gut in einer älteren Gruppe irgendwie mich aufhalten.
Aber ich muss jetzt nicht irgendwie mich krampfhaft jung geben, was man immer das Gefühl hat, das ist so ein bisschen unseren Frau, weiblichen Zeitgenossen vorenthalten, dass sich verjüngen, weißt du, jetzt auch halt mit Äußerlichkeiten. Aber nein, da gibt es auch durchaus Haufen Dudes, wo das machen, oder? Ja, ich muss mich eher alt anpassen, eigentlich praktisch bei den Alten. Eben, gegenüber, ja. Gegenüber finde ich es eher streng. Gegenüber ist easy. Gegenüber ist streng, mit dem ist all das Bewertungszeug. Voll. Ja, leck, du, mir jetzt ist die am Morgen schon müde. Es ist ja erst Montag. Muss nicht fit sein. Hey, nein, jetzt ist wirklich eine Hardcore-Woche hinter mir. Und, ja, genügelt einmal, oder meinst du? Es genügelt irgendwann einmal. Ja. Und ich merke, das ist wirklich etwas, was ich merke die letzte Zeit, dass irgendwie meine Energie, weißt du, das ist so wie Batterie-Load vom Apple-Phone. Da kannst du ja schauen und dann heisst es irgendwie, ja, es wird noch so, keine Ahnung, 97% noch geladen, weil die Batterie langsam. Und so fühle ich mich am nichts, oder? Also, ja. Ich bin zwar, meine Batterien sind schon gefüllt, aber es ist nicht mehr die ganze Kapazität, die man früher. Hey, ich bin fully loaded, hey, wirklich, fully oder? Loaded, fully loaded. 95%. Naja, also knapp über 50. Ja. Ja, das ist halt, wir haben zu viel geladen, oder? Das ist endlich ein Effekt, der Memory-Effekt, oder? Bei den Batterien sagen wir immer so. Aha. Dass, wenn man immer wieder zu früh lädt, bevor man die Batterie ganz rauslädt, alle Energie rauslädt und dann wieder lädt, gibt es so einen Memory-Effekt. Und irgendwann ist die Batterie eben immer ganz, fully loadable. Ja, sehe ich. Ja. Ich finde es zufriedenstellend, das Resultat von heute. Zufriedenstellend. Ja, absolut. Ich bin sorry. Oder? Ja, wir sind jetzt auch schon über 60 und ich meine, da muss man auch mal schauen, oder, wo man herkommt. Genau, es ist nämlich heute die 61. Sendung. 61, ja. Ich freue mich schon aufs 69. Hey, Paddy. Hui! Jetzt aber. Hui! Ich würde beim 69 könnte man eigentlich ein bisschen Amarana Sextoys Vorstellung machen, also du. Ehrlich? Oh, ich habe gedacht, wir laden einen Nonnen, einen Pfarrer und. Das haben sie im Club schon gemacht, mit drei für alle, das ist schon durch. Bei der Sendung 69? Ja. Nein, übrigens, liebe Leute draußen, einfach, dass wir das unmissverständlich vielleicht nochmal kommuniziert haben. Wirklich am 26. September sind Wahlen. Dort könnt ihr gibt es zwei relevante Abstimmungen. Eine tun wir uns nicht erwähnen, die andere steht für alle. Und dort kann man einfach ein Ja schreiben. Es ist ein kleines J und ein A, das man hintereinander hat. Und gibt es gar nichts zu diskutieren. Nein. Dann möchte ich auch. Die, die es nicht machen, übrigens, können uns aus den Favoriten löschen. Genau, und zwar geht direkt. Und da würde ich gerne auch noch schnell ein paar Psalmen zum Besten geben. Und zwar von unserem lieben Thomas Meyer, Schriftsteller seines Zeichens, hat eine wunderbare Webseite gemacht. Meine Nerven. jetzt ist noch die alte gekommen. Ja. Oder? Also die alte Vision, meine ich. Jetzt ist noch die alte Vision gekommen, ja. Aber jetzt hat er doch gerade so abgegangen. Können wir dann also jetzt, Thomas Meyer, jawohl, sehr schön, hat eine neue Aktion gemacht für genau die Abstimmung, wo man eben nur, es gibt nur ein Ja, Ja oder Ja. Und zwar heisst die gottspricht.ch und hat ein paar neue Psalmen, hat er schnell erfunden, gell? Oh, schön. Ja, genau. Fast schnell eine, zwei zitieren. Sehr gerne, genau. Ratet mal, wer den Regenbogen erfunden hat. Neuer Psalm 153. Gott, oder? Aufrösung. Gut, wenn ein Mann einen Mann liebt, macht mich das froh, da Liebe super ist. Kann man so, oder? Dann nachher, Transmänner und Frauen, auch euch soll man trauen. Sehr schön. Wer glaubt, ich finde nur Heterosexualität okay, ist doof. Ja, da hätte ich ein bisschen, hä? Warte schnell, da. Lesbisch ist fantastisch und schwul ist cool. Gut, aber zum Schluss würde ich gerne noch der zum Beispiel, es ist mir egal, wer mit wem vögelt. Psalm 162. Oder? Ja, grossartig. Grossartig. Ja. Und da kann ich vielleicht auch noch, Selina, das war zwar jetzt schön gewesen, kann ich ja Chat zusammen sagen, oder? Nein, er ist noch einer.
Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Am Sonntag bin ich in der Kirche gewesen. Ja. Oder? Ja. Seit langem, weil die Olivia wird bald erstkommuniziert. Ja. Genau. Und darum müssen wir jetzt ein bisschen verhäuft. Ja, das, wirklich. Das Haus Gottes besuchen, genau. Und unser Pfarrer, eigentlich jetzt nicht der, der mich jetzt wirklich sonst mich so ein bisschen vom Hocker reisst, ganz ein lieber Mensch zwar, aber jetzt nicht der, der, ja genau, wo der Schalk mit sich trägt, aber ich bin am Sonntag eines Besseren belehrt worden, weil er hat eine kleine Gleichung gemacht. Und zwar ist es darum gegangen, dass er, also eigentlich hätte er mit dieser Gleichung wollen sagen, dass er froh wäre, es würde wieder ein bisschen mehr Leute in die Kirche kommen. Oder? da wäre er noch froh, ja. Und dass es ja gar nicht so schwierig ist, grundsätzlich, sondern dass man vielleicht einmal auch etwas Schönes erlebt und dann das weiterverzählt, so ein bisschen Word of Mouth, oder? Wumm, oder? So. Ja. Und dann hat er das aufgezäumt die 10 kleinen Jägermeister. Aber das Geile ist, was weißt du, das Lied? Ich habe schon Schiss gehabt bei den 10 kleinen... Ja genau, jetzt musst du aber hören. Er hat es gesagt. Er hat den Einstieg gemacht und hat gesagt, liebe Gemeinde, früher hat es mal ein Lied gegeben. Das dürfen wir leider nicht mehr sagen. Heute, wir dürfen das nicht mehr singen. Aber ich mache es trotzdem. Ja dann! Und dann hat er die erste Strophe gesungen. Hey, wirklich geil. Und ich bin auch so dort geguckt und zuerst so ein bisschen zum Glück mit der Maske an, mich ein bisschen dahinter können schämen. Auf der anderen Seite habe ich müssen sagen, nein, eigentlich ja gross. Und dann hat er aber gesagt, ja, eben, das ist jetzt die erste Strophe gewesen, ich habe es jetzt trotzdem gemacht, eigentlich dürfen wir das nicht mehr, weil das ist, da hat man Leute diskriminiert, obwohl wir das eigentlich gar nicht so gemeint haben, papipapo. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt haben aber die toten Hosen, und hätten das wirklich so gesagt, die toten Hosen hätten das quasi umtextet und dann hat er das Lied gesungen, und zwar alle Strophen dann von den Jägermeister, oder? Und nein, dann hat er eben aus den Jägermeister, hat er eben einen eigenen Text gemacht, 10 kleine Christen. Oder? Und die Christen waren aber wirklich geil gewesen. Und dann die 10 kleinen Christen. Und dann ist jedem irgendetwas passiert. Und dann am Schluss eben ist halt keiner mehr, weil, wie es heute halt ist, ist niemand mehr der Kirche. Und am Schluss hat es dann eben wieder gekehrt und hat dann wieder bei einem angefangen und hat dann alles so positive Geschichten quasi erzählt in dem Reim, dass sie am Schluss wieder 10 gewesen sind, symbolisch für eine volle Kirche. Habe ich noch schön gefunden. Alles schön gewesen. Vielleicht jetzt eine lange Story gewesen, aber. ja, leicht. Weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist? Quasi, dass du das wahnsinnig Druck gemacht hast, dass ich die verdammte Sendung nämlich raushuste, weil ich muss sie jetzt vor dem Sonntag rauslassen. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Aber da ist ja heute ist ja erst Montag, also von dem her ist ja ganze Woche Zeit. Da sage ich nur, da schließe ich meinen Teil für heute nochmal mit dem Psalm 165 von Thomas Meyer, gottsprich.ch. Hosen runter, Herzen raus. Amen und ciao zusammen.